Hallo, da sind wir wieder, Pippo und Gitte. Wir spielen Witcher 3, spielen hier Blood and Wine und wollen die Aufträge von dem Kämmerer erfüllen. Wir haben 13 erfüllt. Zwei müssen wir noch. Und das ist ein Bandit. Meistens Ja. kämpfen wir hier gegen Banditen. Wir haben auch schon zwei von diesen Hansen kaputt gemacht. Ich weiß nicht, ob noch eine weitere Haut existiert. der ab oder kommt er noch mal? Der Ja, der kommt kommt noch noch mal. mal. Die wollen es wirklich auch wissen. Tja. Die haben auch nicht gerade die Klugheit mit dem Löffel gegessen. Ja, genau, Nee, Pferd. Gib's ihm nö. noch mal. Eigentlich wollte ich Plätze rufen. Das hier gefällt mir nicht. Na, Hallo, Plätze? Plätze. Was machst du denn? Willst du im Schatten stehen bleiben? Ja, Oder meinst du, nichts dass der Kopf da. dir irgendwo Angst macht Hier oder wird so? gearbeitet. Lauf, Plätze! Lauf, lauf. Ja, armes Pferd. Ja. Ja. Das kann ja nichts für seinen Dämliche komischen Banditen, ja. Reiter. Ja, wir So. machen natürlich auch mal so ein paar Fragezeichen. Nebenbei noch. Ganz ruhig. Halt, Keine hier geht's Schlägereien. rum. Ja, Geralt hat abgeladen. Hat er Er ja. ist wieder einigermaßen Sehr leicht, schön, hat genau. natürlich seine Verbesserungen von zu Hause wieder mitgenommen, wie man sieht. Das heißt, er hat sich mal aufs Ohr gelegt. Ja. Was Was ist denn das hier? haben Ich würde wir sagen, denn mein lieber da Bruder, der hinten? schießt schon Da schießt jemand. schon Oh, jemand. das ist ein Pfeil. Oh. Ist ja wirklich von Banditen verseucht, die Gegend hier. Ja, ganz ordentlich verseucht. Das ist der Schießer. Ja, ich bin der Schütze, genau. Was meint er mit meinem Hals? Ja, aber muss uns nicht kümmern, der Gefällt hat er nichts ihm mehr zu nicht? sagen. Und da ist noch einer. Ja. Ist jetzt endlich Ruhe hier? Uah. Ja, schön, ne? Ist plötzlich so ruhig, aber jetzt Ja, ein paar garantiert noch Kronen einer können wir irgendwo, oder? mitnehmen. Halt, was hatte der hier? Nee, Zwirn. nicht schon wieder zwirren. Die haben alle Zwirn. Ja. Und? Sonst was? Nö. Sieht nicht so aus. Boah, die haben sich gerade Essen gekocht. Das werde ich ja auch gleich tun. Sehr gute Idee. Bin ich absolut dafür. Komm, Plätze, wir reisen weiter. Pip hat seine Aufgaben schon erfüllt. Ja. Er hat nämlich schon Waffeln. So eine Ich habe Waffeltorte schon gemacht. Waffeltorte gebacken, jawohl. Na gut. Hansebasis. Oh, Hey, nein. Hansebasis. Schon wieder so eine Hansebasis. Also Ach. sind da viele, ganz viele. Mann, wie viele sind denn Tja, hier noch? ich weiß auch nicht. Was machen eigentlich die Ritter? Ich meine. Ich sehe zwar keinen hier, aber ich hau schon mal ein bisschen in der Gegend Kannst ja rum. schon ein bisschen üben. Was ist denn das jetzt für eine Hanse? Verdammt. Aua. Hast du da einen umgebracht? Ist der nicht dazu gehört oder hat er sich gerade gewaschen? Doch, da stand Bandit drauf. Ah ja. Oh, ein Hund ist auch dabei. Och, die armen Aua. Hunde. Naja, aber die sind flink. Sag mal, du, ich finde, dass du dich ganz schön mit deiner dicken, großen Kugelnase nach vorne geschoben hast. Man sollte dann Ja, mal ich versuchen. sollte mich mal ein bisschen Ja. zurückziehen. Die ein. Oh, ja. Mann, oh Mann. So, jetzt mal ein bisschen Konzentration und ein bisschen Ja, Atmen. Mann, die können dich umzingeln. Das sind genug. Ich meine, oh, ich Aua! glaub's nicht. Mann! Jetzt stirbt doch Geralt, springt mal wieder daneben. Der sollte den doch anspringen und Ja, kaputt machen. genau. Den wolltest du auch kaputt machen. Der ist fast kaputt. Mach ihn alle. Mann, irgendwo kann man richtig sauer werden. Diese schlimmen Typen. Die Bewohner so Geralt tyrannisieren. ausweichen.
Das war natürlich jetzt blöd. Ich wollte eigentlich den Quen mal wieder erfrischen. Ja, ja, ja. Magie, ne, und? Ja, die Aktion war gar nicht so schlecht. Und mal wieder ein Quen. Diese blöden Handlungen. Ich sehe nicht viel. So ist besser. So. Also eins ist klar, man kann sich ja richtig austoben in Witcher 3. Ja, hier gibt's richtig gut zu tun. Hier gibt's richtig was zu tun, genau. Ja, okay, Quen ist an. Frisch machen, auf Art gehen und... Alle gemeinsam, zugleich. Genau, alle... Tanzen wir. Hä? Das möchte ich gern sehen, wie er tanzt. Aber den könntest du ja mal kurz umbringen hier. Ja, den wollte ich doch... abstechen. Ja, der ist. Aber der wollte nicht. Ja, war zu gut. Oh, Rübe ab. So, da hinten schleichen noch ein paar rum. Dann sind wir hier fertig, würde ich sagen. Oder? Na, also mindestens noch drei. Aber hier in der Gegend bist du. Aber da schießt einer, also. Und der Hund ist auch da. Weg mit dem Hund. Und da... Oh, das ist plötzlich... Plötzchen. Du hörst jetzt auf zu schießen, ja, hast du gehört? Graupopo? Was heißt denn Graupopo? Ey, oh, das sind doch noch Gerald, deutlich mehr, wie ich dachte. Du musst die wieder mal auseinanderziehen. Ach, das sind noch welche von Vierfinger, du. Ausweichen, Geralt. Was sagst du? Die kämpfen für Philibert Vierfinger, der ist ja schon tot. Der ist doch schon hin, was wissen die wohl noch? Oder sie sehen, die wollen sich rächen. Links, nach links. Töten wir morgen, was anders können wir wahrscheinlich. Ich sehe hier so viel, verdammt mich. Dummer Hund, geh weg. Die Hunde tut es einem mal ein bisschen leid. Zum Glück haben sie keine niedlichen Hunde genommen. Geralt, ausweichen, der läuft nur weg jetzt. Der weicht nicht aus. Wie schmeckt dir das Silber? Ist doch kein Silber, das ist doch Stahl. Ja. Ah ja, im Eifer des Gefechts auch ganz gut. Hat Geralt ein bisschen Probleme. Silber und Stahl zu unterscheiden. Sag mal, hören die irgendwann nee, die mal wieder auf? Wenn und Art und gib ihm. So, da war doch noch einer. Da ist auch noch einer. So. Mindestens noch einer, du. Das ist wieder so eine Da hinten Base. Ist noch einer. Ja. Ach, das sind noch mehr. Oh, nein. Mann, du musst den umbringen. Da kommen schon wieder welche. Zünd das Feuer an. Mann, Geralt, mach ihn kaputt. Ja, aber wo ist derjenige, der das Feuer anzündet, du? Ich fürchte, du wirst mit noch mehr kämpfen müssen. Oben ist das Feuer. Nee, da ist er. Wer ist das? Bam, bam. Die hören nicht mehr auf. Ich mach dich gleich alle, du Blödmann. Wo musst du jetzt hin? Mann, und das sind noch mal. Da kommen ja noch mal welche, die haben doch das Feuer angezündet. Erstklassig. Du musst auf dein Schwert reparieren. Dein Stahlschwert muss unbedingt repariert werden. Ja, die mit ihrem Blechgehäuse, die machen alle Schwerter kaputt. Ja, Schweinehunde, ja. Müssen sie bezahlen. Meinst du nicht auch? Oh, 47, ne? Ja. Dann ich habe auch nicht drauf mal geachtet, so. Set. Ich erst mal geguckt. Ja, okay. Das ist ja ein schönes Schwert, wir wollen es ja nicht verderben. Nee. Ja.
Ihr dummen Hunde, du musst ihr nach oben, dummen. Du, fürchte ich. Sonst kannst du noch weiterkämpfen. Schnappt euch die Kurtisanenbrut! Ach du. Gerald. Oh, die haben das Feuer. Jetzt kannst du drauf warten, dass die nächsten kommen. Das Feuer ist entzündet. Hast gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ich hatte doch gar keine Zeit. Ja, solltest du aber mal gucken, ob du nicht irgendwo... Ja. Pass auf, die kommen gleich. Die nächsten. Das Feuer. Zu spät. Es geht das hier so weiter. Ja. Mal sehen, von welcher Ecke die kommen. Da ist noch ein Fall. Immer schön Quent parat halten. Das ist ein Hund. Na, den kann man doch alle machen. Ach. Ich höre sie schon. Ja. Mann, mal sehen, wo sie herkommt. Vielleicht sollte man sich gleich als erstes mal da oben hinstellen. Ja, damit wenn sie das gar weiß, nicht anzünden können. Wenn man das vorher weiß. Na, ich hab's gesehen. Okay, ich sehe im Moment noch nichts. Marvin. Dann gehen wir sie mal suchen, ja? Ja, fürchte ich. Hallo, wo seid ihr? Sehen wir es noch nicht fertig. Nee. Komm wahrscheinlich auf der Straße. Du musst halt aufpassen, dass du nicht irgendwo in so ein Ding... Oh, da kommen sie schon, oder? Aber manchmal hört man es auch so, weil sie die Geräusche so lassen, ja. Da. Ja. Aber Gerald kann halt nicht genug kriegen vom Kämpfen, stimmt's? Was war hier mit aufnehmen? Oh, eins, zwei sehe ich. Auf jeden Fall, es sind auch Hunde sein, natürlich. Da hinten ist auf jeden Fall noch jemand. Natürlich. Hä? Aber diese Geräusche, die sind natürlich immer da. Naja, was willst du jetzt beim Feuer? Ausmachen kannst du es nicht. Nö. Also, was willst du da? Kiste aufnehmen. Oh, Notizen an der... Ja, guck mal, mal Notizen eines Hanse-Anführers. Lesen wir mal. Ach, das sind jetzt die Schemata. Irgendeine. Ich weiß jetzt gar nicht welche, aber auf jeden Fall werden wir da eins finden. Weißt du? Aha. Oh nein. Ja. Das sind die Nebelgruben. Tja. Können wir die noch mal totstellen? Der Hexer und der Schmied hatten beide fürchterliches Pech. Ja. Offensichtlich, ja. Guck mal, Schema. Katzen. Katzenschule. Schatz, Großmeister, Katzenschulenausrüstung. Ja, jetzt träume nicht vor dich hin. Wir haben es ja hier noch nicht geräumt. Na gut. Was ist das? Aber du kannst es trotzdem mal speichern. Ach, das ist Sternlin Stragens Hanse. Genau, davon haben wir vorher schon was gelesen. Der Organisationsplan, aha. Ist ja schon wieder eine neue Hanse. Naja, von der haben wir auch schon gelesen. Zwei haben wir schon erledigt, aber die hier ist noch weitgehend intakt, wie es aussieht. Na, auf jeden Fall ist es noch nicht erledigt. Naja, hier, jetzt haben wir sie schon mal etwas reduziert. Ja, jetzt kommen ja die nächsten. Wer weiß, welche jetzt kommen. Guck mal, Gerald kann sogar mal wieder runterspringen, ohne dabei Ach, zu ja, versterben. Ach, Hundeteil brauchen wir wohl nicht unbedingt. Ich glaube, den Trödel muss ich mir gar nicht Ey, guck mal, da kommt was. Irgendwelche letzten Worte? Vom Wasser, da. Alle gemeinsam, zugleich. Ja, umzähl mich doch. Da muss auch irgendwie der Typ der Anführer sein. Ich glaube, du musst den Anführer finden. Ja. Deswegen ist hier nur noch so eine Markierung. Ja, die Markierung ist mitten in der Mitte. Ja. Aber ich sehe gar nichts. Ist egal, gut, das dann haben wir der mal suchen müssen. Guck mal, ist da so eine Höhle? Nee, eine Höhle ist da nicht. Ach so, ausmachen? Oh, egal.
Es ist hell genug. Also hier sehe ich nichts. Die Suppe hatten wir schon mal. Hier? Geht's da hoch? Ja. Ja. Na, dann solltest du mal speichern und hoffen, dass... Ja, ja. Aber das ist nicht hier oben. Nee, hier oben ist es. Ich war hier. Wir gehen hier aber jetzt oben hin. Warte mal, warte. Aber irgendwas muss hier sein. Weil sonst wäre ja... Oder ist es ein Stockwerk höher? Guck mal, weil hier... Bist du... Oder drunter. Drunter kann auch sein. Darüber steht da. Na, darüber. Also ist es oben drüber. Guck mal hier hoch. Ja, guck mal. Hier haben sie doch so Aufbauten. Das ist eine Leiter. Hier ist doch eine Leiter, Mann. Ja. Ich bin blind. Ich gestehe. Na, ganz so schlimm ist es nicht. Na ja, nicht ganz blind. Ich hab's ja auch nicht gesehen. So, da ist er. Der ist es. Den müssen wir umbringen. Ich dudel dich mit deinem eigenen Dödel durch. Mit einem eigenen Dödel? Ja, wenn er so anfängt, jetzt unser Gera, dann... Macht ihn alle! Aua. Aua! Geralt! Der, wo ist er denn? Er? Hä? Ist er runtergefallen? Denn jetzt hin? Ist er runtergefallen? Hä? In der Nähe. Das habe ich ja noch nie erlebt. Der kann doch hier doch gar nicht runterfallen. Warum nicht? Na, wo soll er denn hier hinfallen? Nee. Nö. Der ist doch noch nicht tot. Der war plötzlich weg. Der war plötzlich... Der ist ja hier runtergefallen. Meinst du, das ist ein Bug? Nö. Ja, aber wo soll denn der ja runtergefallen sein? Ja, hier kann man doch runterfallen. Da ist ein Buch, lesen wir das mal. Ja, ja. Langsam. Eins nach dem anderen. Coronata. Alle wollen nach Coronata, ja? Ja. Von Alphabeten. Genau, ehrliches Banditentum. Jawohl. Und da ist Färbemittel. Was es nicht alles gibt. Ja. Nur kein Anführer. Das gibt mir jetzt doch gewaltig zu denken. Mann, das ist ein Bug. Da kann doch nicht einfach jemand, mit dem man kämpft, plötzlich verschwinden. Oder? Ah, Reparatursets. Sehr gut. Halt, was war das? Ausmachen. Tja, dann werden wir wohl eine Stufe niedriger. Da werden wir wohl etwas runtersteigen müssen. Fürchte ich auch. Nachdem wir uns hier umgesehen haben, da ist nichts, da ist auch nichts. In ich glaube, wir haben so ziemlich alles. In der Nähe. Hier ist noch was. Ach, das hatten wir schon. Okay, dann sind wir rundum. Dann können wir wieder runtergehen. Tja. Ah, jetzt. Nein, nein. Du hast ihn getötet. Ja. Ja, der ist umgekommen. Ja. Willst der ist runtergefallen. Hat ein Weilchen gedauert, bis er gestorben ist, aber jetzt ist er wohl hin. Ja. Die Herzöglichen marschieren ein. Nächste Hanse erledigt. Es sind so viele Leute, und warum können die nicht mit den Banditen fertig werden? Tja. Ja, sie sind nicht geübt im Banditenkampf. Sie sind geübt im Kampf gegen Windmühlen. Man sollte ihre Ausbildung mal überdenken. Don Quixote als Grüßen, ne? Hast du einen Augenblick für mich? Ja, gerne. Ja. Das sind immer die Schmiede, da kann man ja hingehen und mit dem reden. Das Eisen freut sich schon aufs Glühen.
So, so. Sternling Straggen aus dem Hause von und zu Arschkramp hat ins Gras gebissen. Möge er in Schmerz und Unfrieden ruhen. Hat du schön hast hier einen ordentlichen Nachlass verdient, Hexe. Danke. Ja, zeig mal, was du anzubieten hast. Zeig doch mal. Diesem Straggen bin ich bereits begegnet. Straggen. Der Name kommt mir bekannt vor. Ach so. Ich bin ihm vor einer Weile begegnet. Wie bitte? Das muss ein ganz übler Halunke gewesen sein. Anständige Leute tragen diesen Namen nicht. Mit den übrigen Straggens kenne ich mich nicht aus, aber dieser Straggen war auf keinen Fall anständig. Er hat ein böses Ende gefunden. Zu Recht. Du hast den Bastard unter die Erde gebracht. Ich wusste es. Etwas seltsamer Dialog. Das haben Druiden für mich erledigt. Ach so. Sie haben ihn lebendig verbrannt. Hä? Oh, wie schön. Wie schön. Kannst du dich auch nicht dran erinnern? Nee. Ich auch nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Na, man kann sich ja nicht an alles Zeig erinnern. Zeig mir doch mal dein Angebot. Dann war das ein Verwandter von dem? Druiden? Den Gerald gerade getötet hat? Ach. Straggen. Ah ja. Guck mal, der hat so gut wie nur Runen, Reparatursets und Rohstoffe. Na, das ist doch gut. Na, was basteln Aber denn? Keine Fertigprodukte. Nö, ist ja egal. So, so ich habe ja so gut besser, wie nichts ne? eingesammelt. Außer hier diese Handschuhe. Ja, die können wir gleich mal wieder verkaufen. Auch wenn sie nicht viel wiegen. Gut. Gut, gut. Bis später. Bis demnächstens. Druiden haben den verbrannt. Muss das in den Büchern gestanden haben oder so? Kann natürlich auch sein. Die haben wir ja, wir haben nur ein Buch gelesen. Ach so, hier können wir ja wieder erfrischen. Danke. Der Fluch von Sternling Straggen und seiner Hand. Ist das? Bravo, nee. Alter Knochenbrecher. Hey, da ist doch... Ah, so. Das ist es. Okay, wir sind noch, wieder gut erfrischt. Nur noch einen Auftrag vom Kämmerer zu erfüllen. Dann gucken wir doch mal auf die Karte. Ich guck gleich mal auf die Karte. So. Schubidubidu. Ja, wir wollten ja die Fragezeichen hier drumherum, ja, diese drei. Wir sind drei Stück, die machen. Arbeiten. Und hier ist der letzte. Genau. Das sieht auch aus wie so eine Festung und auch wie so eine neue Hand. Ja, Hand, ja, oder? Das sieht. Vielleicht werden wir bei den Fragezeichen schon wieder auf ein paar Banditen stoßen. Wer weiß es schon. Na gut. Möglicherweise aber auf den Lieblingsgegner von Geralt. So ein Weib, so ein böses. Ein Was aus den Sümpfen kommt. Ein Wasserweib. Hm. Die hat er doch so am liebsten. Am lieblichsten. Durchaus. So Matschmeißer. Ja. Oh, oh, oh. Was denn? Na, ich finde jetzt immer schlimm, dieses angespitzte Holz, diese Pflöcke. Ja, ja. Die sind nicht ungefährlich. Ja, die Banditen setzen da ganz gern Leute drauf. Ja. Finden die ganz besonders lustig. Hey, guck lustig. Mal, guck mal, guck mal. Ist das nicht ein Weib, so eins von der Sorte? Wo Wie denn? Das da rumläuft? Kann so krumm und schief? Ist doch viel zu weit weg. Ach. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Ja, schon, aber guck mal, da ist der bewacht. Der wird immer... Oh, da. Siehst du? Ja, ja. Was bist du, ein Wicht? Ach, ein das ist ein Wicht ist das. Ich dachte, die Wichte wären ausgestorben. Das habe ich auch gedacht. Wow. Das ist aber ein ganz schön kräftiger Wicht. Ja. Und dann noch ein Barges dabei. Ja. Auch Wichte haben Haustiere. Hm. Na schön. So, gut. Ja. Ach, da ist er ja. Schön, mit den Blumen sieht richtig hübsch aus. Ja. Fertigkeitspunkt. Hast du irgendwie Fertigkeitenpunkt? Hast du irgendwie noch Sachen, die du machen willst? Ja, ne? Nichts akut auf dem
Dings. Programm. Wie viele Punkte hast du denn jetzt eigentlich noch, die du vergeben kannst? Zwei. Naja. Ja, das lohnt reicht nicht weit. Damit können wir nicht allzu viel anfangen. Genau. Okay. Ach. Wieso haben wir denn zwei Marker? Ach so, der andere ist der. Ja. Hm. Der Kämmerer ist die zweite Markierung. Klar. Na gut, speichern und weiter. Hier ist ein bisschen sumpfig in der Gegend. Na, wer bist denn du denn? Ach, das war der Wicht, hä? Meinst du, es lohnt sich, Plätze zu holen? Na, hier in der Gegend ja wohl überhaupt nicht. Was ist das? Das klingt ja komisch. Ach, die schon wieder. Ah. Oh, da auch noch diese Wildschwände dazu. Das sind eigentlich verwilderte Hunde. Na. Hinweg mit euch. So. So. Da. Oh. Naja, du solltest auch mal ein bisschen an deine Gesundheit denken. Sieht wirklich so aus, als ob die Zunge rausstrecken würden. Ja. Ist jetzt Ruhe hier? Ja, ich glaube, wenn Ruhe ist, können wir dann auch Schluss machen. Na gut. Dann kann Gerald ein Nickerchen machen. Halt, wo ist... Du kannst auch in aller Ruhe dann noch die letzten Dinger da einsammeln, oder? Genau. Okay, also bis zum nächsten Mal dann. Bis dann. Ciao. Tschüss.